Können Sie das Märchen erzählen? Ohne natürlich, dass Sie im Original bei den Gebrüder Grimm nachschlagen. Fragen Sie bei Gelegenheit Ihren Enkel oder Urenkel, Sohn oder Tochter, ob Sie denn diese Geschichte noch erinnern und erzählen können. Es ist erstaunlich, dass so eine Geschichte uns beschäftigt und nachhaltig fasziniert. Ein Kind wird von seiner Mutter mit einem Auftrag losgeschickt. Allerdings erhält das Kind, wie das so Art der Mütter ist, auch eine Mahnung mit auf den Weg. Wenn du hinausgehst, geh hübsch sittsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas. Na, das ist doch so eine rechte mütterliche Ermahnung, die uns schon als Kinder nie wirklich geschmeckt hat und auch heute noch nicht tut. Wieso wird denn das Selbstverständliche in so einer mütterlichen Mahnung immer wieder wiederholt und gesagt? Das Rotkäppchen reagiert dann so auch, wie Kinder schon auch reagieren und vor allen Dingen auch später in der Pubertät. Ich will schon alles gut machen. Unschließliches Selbstvertrauen. Wir wissen, wie es weitergeht und selbst die Kinder, die das Märchen zum allerersten Mal hören, ahnen schon, was kommt. Im Wald kommt der Wolf und trifft das Rotkäppchen auf den Weg. Spätestens da fängt man sich gleich an zu wundern, warum frisst denn der Wolf das Mädchen jetzt nicht gleich? Es ist allein im Wald und es ist völlig arglos. Nun, das Fressen ist dem Wolf gar nicht so sehr die Hauptsache, das ist mehr der Nebeneffekt. Wirklich böse ist der Wolf deshalb, weil er das Mädchen vom Weg und von seinem Auftrag ablenkt. Es zeigt ihm die Schönheit des Waldes, lässt es auch das Singen der Vögel hören und weist es auf die Blumen am Wegesrand hin. Und er lässt sich das Rotkäppchen hinreißen, folgt dem Tanz der Sonnenstrahlen durch die Blätter und es weicht vom Weg ab. Das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Nur die Jünger sind keine kleinen Mädchen, sondern sie sind erwachsene Männer. Und auch sie haben sich auf einen Weg gemacht. Sie wollen einen kleinen Jungen retten, so ein richtiger diakonischer Auftrag. Sie wollen ihre gute Tat des Tages vollbringen. Sie wollen ein Menschenleben retten. Voller guter Absichten und sie scheitern. Woran scheitern sie? Christus sagte es im Nachhinein ihnen: Vom Weg des Glaubens sind sie abgewichen auf ihrem Weg der guten Tat. Sich vom Weg abbringen lassen, das geschieht so leicht, dass ich mein Ziel aus den Augen verliere, dazu braucht es gar nicht viel. Rotkäppchen ist wie wir, das verstehen schon die Kinder, denn die Kinder machen schon früh die Erfahrung, dass auf einem Weg rechts und links immer so viel Ablenkung wartet. Da gibt es so vieles, was verlockt. Und meine Mutter erzählt von mir als Kind, dass ich bis zum Kindergarten immer nur zu spät geschafft habe, weil ich ständig irgendwo im Feld stand, um irgendetwas nachzuschauen. Eine solche Geschichte habe ich selber in diesen Tagen erlebt. Das Kind auf dem Weg zum Kindergarten bleibt fasziniert unter unserem Kastanienbaum da vorne stehen. Es bückt sich, schaut auf, bückt sich, läuft der nächsten Kastanie nach. Die Mutter entfernt sich und das Kind ist immer weiter weg. Vom Weg. Die Welt um es her versinkt buchstäblich, bis dann irgendwann die Mutter ungeduldig ruft: Komm, ich muss zur Arbeit. Und nur widerwillig lässt sich das Kind auf den Weg, auf das Ziel, den Weg zum Kindergarten zurücknehmen. Später für Erwachsene ist es nicht mehr ganz so einfach, die Orientierung zu finden und den Weg zurückzufinden. Irgendwann blickt man als Erwachsener auf, schaut sich um, wo man gelandet ist, und dann steht man in einer Landschaft, in der man nie hätte sein wollen, und fragt sich, wie bin ich denn hier hingeraten? Das Märchen erzählt von einem Kernproblem des Menschen, von seiner inneren Unentschlossenheit. Das erfahren sowohl Rotkäppchen als auch die Jünger. Bibel und Märchen berichten hier von einer menschlichen Urerfahrung. Das Ziel ist schnell gesteckt. Das lernt man auch heute in der modernen Coach- und Beratungsindustrie. Ein Ziel hat man sich schnell gesteckt. Und das nötige Selbstvertrauen ist auch schnell da. Na klar, wir schaffen das.
Da machen wir uns dann auf den Weg und dann treffen wir auf den Weg, womit wir nicht wirklich gerechnet haben. Wir treffen auf den bösen Wolf. Manche reden lieber vom inneren Schweinehund, den man überwinden muss, aber letztlich ist das dieselbe Gattung. Als ob das so einfach wäre, den inneren Schweinehund zu überwinden. Denn so harmlos dieses Tierchen aussieht, ist es mindestens so gefährlich wie ein Wolf. Ein Ziel zu haben, Selbstvertrauen zu haben, das ist noch lange nicht genug, um zum gewünschten Erfolg zu kommen. Das ist es, worüber wir heute nachdenken sollen. Das Ziel, das wir uns stecken, das ist nämlich die allererste Frage, ist das wirklich unser eigenes Ziel, unser ureigenes Ziel? Bei Rotkäppchen läuft es darauf hinaus, dass es in eine klassische Zielverwirrung hineingerät. Zieldiffusion, sagen da die Profis. Plötzlich ist nicht mehr zur Großmutter hinzugehen das Wichtigste, sondern der Tag schulfrei zu haben und sich zu vergnügen und da im Wald zu spielen und etwas viel Schöneres zu machen, als einem Auftrag nachzugehen. Da stellt sich die Frage, hat ihm die Mutter diesen Auftrag aufgenötigt? Wollte das Rotkäppchen das überhaupt gar nicht? Ein fremdes Ziel, was ihm aufgenötigt wird? Die Jünger scheinen auch an der Zielfrage zu scheitern. Was wollen sie eigentlich wirklich? Wollen sie einen bösen Geist bezwingen? Wollen sie sich selbst beweisen? Wollen sie zeigen, dass sie jetzt auch selbstständig von Jesus selber was können? Wollen sie zeigen, dass sie eine Karriere als Heiler starten könnten? Vielleicht sogar unabhängig von der Jüngerschaft? Gewiss, wir stecken uns Ziele. Gewiss, wir haben Dinge im Kopf, die wir erreichen wollen, aber wir können niemals sagen, ob das wirklich unsere Ziele sind. Wir wollen einen guten Schulabschluss machen, wir wären gerne schlanker, wir würden gerne mehr Sport machen, wir würden häufiger gerne ein gutes Buch lesen, vielleicht auch mehr Geld zur Verfügung haben. Wir haben so viele Ziele im Kopf, aber was davon ist eigentlich unser eigenes Ziel und was davon ist uns von außen eingegeben worden? Nun, es gibt eine Messlatte und auch diese Messlatte zeigt Jesus auf. Wie viel sind wir bereit hinzugeben, um das Ziel zu erreichen? Die Grundannahme ist, je mehr es unser eigenes Ziel ist, umso mehr sind wir bereit, uns selbst hinzugeben, es auch wirklich zu erreichen. Nun, Rotkäppchen lässt sich leicht vom bösen Wolf ablenken. Er muss nicht viel machen und die Jünger lassen sich offensichtlich auch leicht ablenken. Da gibt es einen skeptischen Vater, der dann an Jesus herantritt. Wenn schon deine Schüler nicht in der Lage sind, meinem Jungen zu helfen, was soll ich denn dann vom Meister erwarten? Kannst du das denn? Er ist skeptisch geworden, weil er erlebt hat, dass Jesu Jünger versagt. Er sieht den Wolf nun auch bei Jesus, wenn du etwas kannst. Skeptisch geworden, dass Ziele überhaupt noch erreicht werden können, nun, da fühlen wir uns in unserer Gemeinde doch sofort zu Hause. So viel Skepsis, ob man in einer Gemeinde noch Ziele erreichen kann. Wir könnten diesen Kirchraum hier neu gestalten. Nun, ob es dafür genug Geld gibt und ob sich das überhaupt noch lohnt, ob die Gemeinde noch lange genug existiert, sagt der Wolf. Wir könnten versuchen, mehr Mitglieder zu aktivieren und vielleicht all die leeren Stühle füllen, die heute hier zu sehen sind. Na, ob die Menschen daran überhaupt Interesse haben und ob sie sich die Zeit dafür nehmen wollen, sagt der Wolf. Und wenn wir an unsere persönlichen Ziele denken, dann fragt der Wolf, du meinst du, dass dieser Jesus was dazu beitragen kannst, dass du das erreichst, was du dir im Leben eigentlich schon immer gewünscht hast? Was weiß Jesus schon von unserer modernen Welt? Skepsis, das ist die gepflegte, moderne Grundhaltung. Ich gehe erstmal auf die Distanz, ich lasse die anderen machen, sehe mal, wie die dann das da vorne lösen und vielleicht lasse ich mich dann überzeugen. Vielleicht. Ich könnte so viel erreichen in meinem Leben, sagte mal jemand. Ich weiß leider nur nicht, was ich wirklich will. Wofür lohnt es sich im Leben eigentlich, sich so richtig ins Zeug zu legen? Die Karriere? Familie? Ein Hobby? Wenn man sich
sich vom Weg abbringen lässt, geht die Sache schief. Das muss das Rotkäppchen bitter erfahren. Eben noch wundert es sich über große Augen, Ohren und Maul und im nächsten Moment ist es gefressen. Ende der Geschichte. Eben noch staunt der Vater über die Macht des bösen Geistes. Nächsten Augenblick sieht er seinen Jungen tot daliegen. Ende der Geschichte. Hör mal, so wird das nichts, sagt Jesus ihm ganz deutlich. Wenn du schon vor der Macht des bösen Geistes resigniert hast, dann ist der Tod deines Jungen besiegelt. Wenn du das Kind mit seiner Krankheit gerne los wärst, warum fragst du mich dann nach Heil? Ja, ich glaube, der Vater erkennt sich selbst hin und her gerissen. Ich lese das aus seiner Antwort. Zwischen Glauben und Unglauben. Er ist hin und her gerissen zwischen der Liebe zu seinem Kind, die er als Vater natürlich hat, aber auch zwischen der Angst vor der Last, die diese Krankheit bedeutet, vor der Angst vor der Verantwortung, die er für dieses behinderte Kind übernommen hat und die ihm irgendwo zu viel geworden ist. Er weiß auf der einen Seite, dass seinem Kind geholfen werden kann und gleichzeitig fürchtet er sich davor, für den Rest seines Lebens vielleicht mit dieser Bürde geschlagen zu sein, einen solchen unselbstständigen Menschen an seiner Seite zu haben. Er sieht den Wolf, der ihm sagt, es hat keinen Zweck mehr. Und sein Hilfeschrei ist, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, erbarm dich über den Unglauben. Und er erbarmt sich über den Unglauben des Vaters. Ich könnte so viel erreichen in meinem Leben, wenn ich nur wüsste, was das Richtige für mich ist. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Erstaunlicherweise ist das einer der Lieblingssätze von Konfirmandinnen und Konfirmanden, obwohl einem ja fast der Atem stockt, wenn man ihn hört. Mit den Augen des Glaubens erkennen, was mein eigenes Lebensziel sein kann. Aus Gottes Hand das Ziel zu empfangen, das für mich möglich ist, das auf mich passt. Manche hören bei diesem Satz immer nur das Alles. Alles ist möglich. Ich höre darin das Glauben, denn das Glauben steckt den Horizont ab für das Alles. Es ist eben nicht beliebig, sondern mein Lebensziel muss im Horizont meines eigenen Glaubens liegen, damit es möglich ist. Vielleicht können wir das heute durch Christus lernen. Wenn du dir etwas vornimmst und selbst nicht daran zweifelst, dass Gott mit diesem Lebensziel einverstanden ist, dann kannst du das erreichen. Wenn du dir gewiss bist, dass Gott deinen Jungen gesund machen will, fragt Jesus den Vater, dann können wir das erreichen. Bist du bereit, Gottes Entscheidung hinzunehmen, über Leben oder Tod und das eine oder das andere zu akzeptieren? Nun bin ich mir denn sicher, dass meine Lebensziele auch Gottes Ziele für mein Leben wären? Bin ich mir denn sicher, dass das, was ich mir ausgesucht habe, was ich im Leben gerne erreichen würde, von ihm Bestand hätte? Dass er das auch für mich gewollt hätte? Wenn mein eigenes Wollen und das versteckte Ziel dann als gut erkannt werden, dann kann es erreicht werden. Dann gilt dieser Satz, alle Dinge sind möglich. So wie ein Rotkäppchen sich am Ende doch im Einklang mit dem Willen der Mutter sieht, so brauchen wir den Einklang mit dem Willen Gottes. Wenn wir geheilt werden wollen, dann brauchen wir eine Überwindung unserer Skepsis. Ende der Geschichte, nun ohne den braven Jäger, wäre unser Rotkäppchen am Ende doch übel dran gewesen. Ohne einen braven Jäger, der unseren inneren Schweinehund erlegt, sind wir übel dran. Am Ende geht's nicht ohne. Christus hilft dem Vater. Ja, er glaube, er hilft dem Vater sogar mehr, als er dem Jungen hilft. Er befreit nämlich den Vater aus der Zweideutigkeit seinem Kind gegenüber. Der Vater lernt, das Schicksal seines Kindes und sein eigenes Schicksal in die Hand Gottes zu legen und dessen Entscheidung zu akzeptieren. Es sieht am Ende ja so aus, als ob das Kind tot wäre. Wer wäre von uns als Kind nicht entsetzt gewesen, dass die Geschichte so endet, dass Rotkäppchen im Bauch des Wolfes landet? Das hätten wir doch gleich wissen können. Am Ende triumphiert der Wolf. Am Ende steht doch immer die Niederlage.
Ja, es kann der Punkt kommen, als wäre es ganz aus mit unseren eigenen Zielen. Es wird in unserem Leben irgendwann der Punkt kommen, wo es so aussieht, als ob wir nie erreichen würden, was wir gerne hätten. Trotz Glauben, trotz Anstrengung. Und da gibt es ja noch diese zynische Menge, die dann mit ihrem Skeptizismus und ihrem Zynismus Recht behält und sagt, ja, tot, der Junge ist tot. Es gibt keinen Gott. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. So ist es auch in unserer Geschichte. Es ist noch nicht zu Ende. Und auch bei uns ist es noch nicht zu Ende. Noch immer können wir erreichen, was uns heute vielleicht unmöglich erscheint. Noch immer können wir unseren Glaubenshorizont erweitern, wenn wir uns wagen, Christus diese Frage zu stellen, hilfst du meinem Unglauben? Ich habe es am Anfang gefragt, wie gut kennen Sie das Original von Rotkäppchen? Nun, als ich es nachlas, im Original bei den Brüder Grimm, gibt es eine Fortsetzung der Geschichte. Das Mädchen macht sich nämlich zum zweiten Mal auf den Weg. Und dann ist das Mädchen diesmal klüger. Es lässt sich von einem anderen Wolf nicht mehr vom Weg abbringen. Und am Ende ersäufen Großmutter und Rotkäppchen den Wolf in der Wurstsuppe. Wenn man wirklich glaubt, kann man alles erreichen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.